Sehr geehrter Herr Stipp, zunächst möchte ich Ihnen auf diesem Wege, auch wenn etwas spät, zur Wahl zum Oberbürgermeister von Mosbach gratulieren. Sie bringen sicherlich frischen Wind und notwendige Veränderungen in unsere schöne Fachwerkstatt und ich bin gespannt auf die Dinge, die kommen werden. Ich schreibe diese Zeilen, während ich gerade die letzte Demo von Mosbach für Freiheit und Menschlichkeit organisiere. Die Intention, mit der dieses Bündnis spontan im Januar diesen Jahres gegründet wurde, war es, den Ungeimpften und Kritikern der Corona-Maßnahmen Gehör und vor allem Sichtbarkeit zu verschaffen. Vielleicht fragen Sie sich, warum das notwendig war. Warum war es notwendig, laut und trommelnd durch die Stadt zu ziehen? Warum war es notwendig, regelmäßig den Marktplatz mit Redebeiträgen und Musik zu beschallen? Warum war das in Mosbach notwendig? Ich versuche es einfach zu erklären. Weil die Stadt Mosbach und ein Teil ihrer Bürger dazu beigetragen hat, dass Spaziergänger pauschal kriminalisiert und in die rechte Ecke gestellt wurden. Weil die Stadt Mosbach auf dem hohen Ross der Moral und angeblich wissenschaftlicher Fakten die Corona-Maßnahmen nicht nur kritiklos hingenommen hat, sondern auch in der Mosbacher Erklärung diese uneingeschränkt gut geheißen hat. Weil in der Mosbacher Erklärung einzig die Opfer der Pandemie betrauert werden, aber nicht die Opfer der Maßnahmen. Weil auch in Mosbach und Umgebung viele Bürger ihre ungeimpften Familienmitglieder, Freunde, Arbeits- und Vereinskollegen für ihre höchstpersönliche Entscheidung verurteilt und ausgeschlossen haben. Weil auch in Mosbach und Umgebung viele Bürger die Maßnahmen ohne Wenn und Aber verteidigt haben. Weil auch in Mosbach und Umgebung viele Bürger sich nicht daran gestoßen haben, welche verbale Attacken, Diffamierungen und unmenschliche Forderungen durch Vertreter der Bund- und Länderregierungen sowie Personen des öffentlichen Lebens im Fernsehen und in sozialen Medien verbreitet wurden. Sicherlich, wir haben als Gesellschaft noch viele andere Probleme zu bewältigen. Der Krieg in der Ukraine und die Gedanken an all die Opfer sind unerträglich. Die gestiegenen Lebenshaltungskosten bedrohen die Mittelschicht und sowieso jeden, der schon immer jeden Cent zweimal umdrehen musste. Wir leben nicht in einfachen Zeiten. Aber genau deswegen ist es wichtig zu lernen, zu reflektieren, wie sich eine Gesellschaft in der Krise verhalten sollte. Eine Gesellschaft sollte in einer Krise zusammenhalten, ungeachtet von unterschiedlichen Meinungen. Eine Gesellschaft sollte in einer Krise nicht vergessen, dass es eine Zeit nach der Krise gibt und man sich wieder in die Augen schauen können muss. Eine Gesellschaft sollte in einer Krise nicht vergessen, dass einst gesetzte rote Linien nach wie vor Bestand haben und respektiert werden müssen. Eine Gesellschaft sollte in einer Krise nicht darüber urteilen, wer mehr und wer weniger leidet und wer deswegen Solidarität verdient und wer hingegen nicht. Eine Gesellschaft sollte aus vergangenen Krisen lernen. Dies möchte ich Ihnen im Namen aller Demonstranten mitgeben. Wir wünschen Ihnen und dem Mosbacher Stadtrat und den Mosbacher Behörden eine frohe und besinnliche Weihnachtszeit, auf das neue Jahr 2023 uns alle wieder näher zusammenbringt.